Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Landeanflug Richtung Istanbul. Und man sieht schon die ganzen Moscheen. Richtig geil. Überall Villen. Hier sind ein paar Wälder. Ah, und da ist der Flughafen. Okay, jetzt wirklich. Ist der Regenwald. Boah, richtig geil. Wo ist der Flughafen? Da. Oh, guck mal den Parkplatz an. Wie sieht das so bunt aus? Ich glaube, hier hat es geregnet. Hat so. Was ein Kack. Wir sind jetzt angekommen am neuen Flughafen von Istanbul und sieht schon mega nice aus. Also was sie daraus gemacht haben, ist einfach Hammer. Es ging alles relativ schnell. Nur einziger Kritikpunkt ist halt, die haben den Reifenschrott gemacht vom Koffer. Also hat er jetzt nur noch einen Reifen, aber so schlimm ist das jetzt eigentlich auch nicht. Mal gucken. Wir laufen jetzt zum Taxi und dann fahren wir 5 Stunden zu unserer Heimat. Was ich alles dabei habe, ist einmal mein Handy. Also so viel habe ich eigentlich gar nicht dabei. Es ist übrigens 2.14 Uhr hier. Eigentlich 3.14 Uhr. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, seht ihr das? Der versucht gerade mein Gesicht zu scannen. Habe ich noch nie gesehen. Naja, es ist 3.15 Uhr. Dann habe ich noch dabei meinen Laptop, weil ich merke gerade, die Speicherkarte geht auch voll. Und dann habe ich hier noch so ein paar Zeugs wie Ladekabel, Kopfhörer, Akkus, Blitz, Game of Thrones, Staffel 1, Buch und so weiter und so fort. Meine Sonnenbrille und meine Bettwäsche. Oh mein Gott, die ist so bequem.
Ich gebe mich jetzt auf jeden Fall pennen und wir sehen uns morgen am ersten Tag. Guten Morgen zum ersten Tag, ersten Morgen. Ich habe mega gut geschlafen, also so richtig gut. Also ich habe seit langem nicht so gut geschlafen, vor allem weil das Bett so riesig ist. Und deswegen, also Hammer. Und es ist nicht mal so warm hier. Also ich hätte gedacht, das ist viel wärmer, aber es ist circa, keine Ahnung, 18, 19 Grad. Also mega erfrischend. Und ich zeige euch mal den Blick aus dem Fenster. Wobei, ich muss gucken, dass ich nicht irgendwie jemanden filme. Das war der Blick aus dem Fenster. Ich gehe jetzt was frühstücken. Und dann gucken wir mal, was wir am ersten Tag machen. Ich habe so eine Art Notizblock auch dabei, anscheinend. Also war einfach im Koffer. Und ich werde wahrscheinlich auch Tagebuch führen. Keine Ahnung, was ich so am Tag gemacht habe. Mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall ausgerüstet mit Laptop und was weiß ich allem. Hey Leute, es ist mittags. Wir haben nicht viel gemacht. Wieso? Es regnet draußen. Keine Ahnung, wieso es regnet. Aber ja. Nochmal ein paar Worte zum Morgen. Ich habe zwar gesagt, ich habe richtig gut geschlafen, aber ich bin auch relativ früh aufgewacht wegen dem. Es gibt so einen Simit-Verkäufer hier, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das sind solche, diese Ringe da. Boah, keine Ahnung, ihr habt das vielleicht beim Bäcker gesehen oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, der läuft hier halt jedes Mal rum in dieser Gegend und schreit nach Simit. Und dann sagt er von wegen so, also der will halt Leute aufwecken und damit erreichen, dass halt mehr solcher Simits verkaufen kann. Also der will, dass Leute auf die aus dem Fenster gucken und sagen, ja, ich will ein Simit oder so. Und der schreit halt morgens richtig krass. Und das weckt halt einen mega auf. Und du kannst dem auch nicht sagen, ja, sei mal ruhig oder so, oder lass uns mal schlafen oder so, weil der tut da auch seinen Job. Dementsprechend weckt das einen schon jeden Morgen auf. Also es ist nicht das bekannte Kikiriki von irgendwelchem Hahn oder so, sondern es ist wirklich ein Verkäufer. Ich weiß nicht, wie es im Dorf oder so aussieht, weil ich lebe in der Stadt. Aber im Dorf kann ich mir das schon vorstellen, dass da auch schon Hühner sind oder sowas. Ja, kurz Info, mal gucken, was noch passiert. Hey Leute, wir sind hier in Amasra, der zweite Tag. Das ist dieser Ort hier. Das ist halt so ein, ist relativ am Meer, wie ihr seht. Und ist halt bekannt für diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das geht halt in das Meer rein, also auf der anderen Seite ist auch noch das Meer und man kann halt da drauf, so wie die Leute da oben. Und die Aussicht ist halt Hammer und ich gehe jetzt da mal da hoch und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht.
Achtung. Robert, mal auf die Straße mehr. Ach, okay. Mmh. Ja, sieht lecker aus. Sieht lecker aus. Nur gesehen jetzt, ja. Wir waren jetzt kurz was essen und natürlich haben manche von uns Fisch gegessen. Ich habe aber einen Dürüm gegessen. Und das ist die Aussicht hier an der Küste. Jetzt laufen wir an den Shops vorbei, weiter. Oh my God. Araba bozuk, araba bozuk. O zaten bak, onu söyleyeyim sana. O zaten. Onu ben geçen geldiğimde de fark ettim. O gerçekten daha kolay öyle. Tabii ki. Yolda araba bozulursa. Hani zorsun var ya. Yol, iki şoförden iyi oluyor. E ben şimdi oradan bundan geldiğimde o zaman kalkın. Kalkın, çıkart şöyle. He? Türkiye tuvaleti. Türkiye tuvaleti.